So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, weil Arc Age zurzeit bei mir unter Windows 10 nicht läuft. Und deswegen gibt es jetzt Lego Worlds, welches sich im Early Access befindet und eine Hommage an Minecraft ist. Ja, und ich dachte mir, du machst immer Survival Sandbox Games. Also komm, mach mal Lego. Ja, Lego ist der Ursprung, könnte man sagen, für alle Minecraft-Spiele. Und ja, Marvel bzw. Warner Brothers hat sich dem angenommen und hat gesagt, wir machen jetzt auch ein Minecraft. So, und jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir die Weltsuche, Weltladen, Einstellungen, Lautstärke. Pfeil links, rechts. Zurück, rechte Maustaste. Okay, Pfeil links, rechts, WASD. Okay, Videoeinstellungen. Oh, okay, gut. Da muss ich dann natürlich dann später das nochmal anpassen. Ich mache hier mal ganz kurz einen Cut und ändere die Auflösung ganz kurz. Kleinen Augenblick. So, gut, die Auflösung ist geändert und wir befinden uns jetzt wieder hier in diesem Menü. Effekteinstellungen, was haben wir da? Auch Effekte sind alle hoch, wunderbar. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt so genau machen können. Also wir haben jetzt hier unsere Welt. Das ist anscheinend hier unsere Startwelt. Die können wir hier auch zufällig nochmal generieren. Mich würde ja mal interessieren, wie groß das Ganze war. Nur eine Wasserwelt. Cool ist auch, dass er hier die ganzen Seeds alle speichert, muss man sagen. Schon mal ein Lob, ja, dass man hier schon so eine Vorschau hat. Wo ist denn jetzt hier zwischen den beiden der Unterschied? Gut, aber machen wir erstmal hier in Ordnung die Welt. Nehmen wir Welt 1. Oh, wow, 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 ich fliege. Yippie. Oh, 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 ein Pferd. Ha. Cool. Leute, ich kann reiten. Ich kann reiten. Ich habe mir ein Pferd genommen und ich kann reiten. Yippie. Was man hier alles einsammeln kann. Also ich bin ja mal neugierig, wie das Ganze dann insgesamt ablaufen wird. So für den weiteren Verlauf. Was ich hier alles einsammle, keine Ahnung. Es sieht jedenfalls gut aus. Es ist halt so diese typische Lego-Manier. WASD. Rechts klicken, gedrückt halten, Kamera drehen, springen, Leertaste. Ein Pferd, das im Stehen springt. Angreifen mit F. Beziehungsweise Linksklick drücken. Absteigen E. Kamera zentrieren R. Okay. Gut, habe ich jetzt alles ausgeführt. Jawoll. Ja, also ich erwarte jetzt hier wirklich sowas wie bei Minecraft. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt. Es ist also nicht das erste Lego-Spiel, was ich spiele, aber... Okay, was haben wir hier? Gelände hinzufügen. Gelände entfernen. Abflachen. Glätten. Gelände absenken. Gelände anheben. Okay. Und man kann es sogar rückgängig machen. Wie cool ist das denn? Farbe. Das ist ja cool. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ja. Oh, hier, Steine bauen. Das ist ja cool. Guck mal, hier haben wir die ganze Steinauswahl. Also man kann hier wirklich original Lego-mäßig was bauen. Stein platzieren, Left-Click, aha. Rechts-Click. Kamera höher, niedriger, Control-Space. Ah, okay. Achse, Feststellung wechseln, linke Shift-Taste drücken.
Okay, wofür das dient? Keine Ahnung. Linie ziehen. Shift gedrückt halten. Okay. Das ist ja... Das ist Hammer. Aber hier kann man das Ganze auch nochmal. Da kann man die Farbe auswählen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel meinen Bodenbelag grau haben, mache ich das halt so. Ja, und kann dann hier... Das schön anpassen. Jetzt bin ich mal neugierig, weil gleich muss er ja hier ein bisschen Platz machen. Ja, macht er. Nein, den rückgängig. Boah, ist das cool. Also ich freue mich jetzt schon auf die ersten Videos, die dann beispielsweise einen Millennium Falcon oder so nachbauen. What? Was hat er jetzt gemacht? Ach, cool. Kann man auch entfernen. So, wo hatte ich denn den? Der war das, ne? Genau. Das gefällt mir richtig gut. Da kann man jetzt seine Lego-Bauanleitung nehmen und dann mal eben so die ganzen Sachen nachbauen. Ja, ich frage mich nur, hat man jetzt hier unendlich Ressourcen? Ich sehe jetzt gerade gar nicht so. Oder ist das jetzt nur ein reiner Creative-Modus? Ich erwarte hier auch noch irgendwie Gegner oder so. Also es muss noch irgendwas kommen. Ja, damit dann wirklich dieser Wow-Effekt da ist. Also er ist schon da, mal davon abgesehen. Wie gesagt, also ArcAge muss jetzt leider erstmal bei mir weichen. Liebe Fans von ArcAge, liebe Zuschauer, ich werde es definitiv weitermachen, denn ich habe sehr Narren an dem Spiel gefressen. Alter, guckt euch mal die ganzen Lego-Steine an, die es hier alle gibt. Ja, ich habe Narren daran gefressen, aber... Ach, da bin ich ja. Aber das Problem ist halt, dass ich, kann ich die Kamera? Ach, die kann ich... Ach, stimmt, so kann ich ja drehen, ne? Cool, da bin ich ja. Dass durch Windows 7 halt dann, Windows 10 da diese Probleme entstanden sind. Ich finde das voll Hammer. Ich finde das voll Hammer. Leute, guckt euch das mal ernsthaft an. Das ist eine Lego-Welt. Eine Lego-Welt. Eine Welt voll und ganz in Lego. So, hier habe ich das. Hier habe ich Einstellungen. Abspringen, neu positionieren, Pause-Menü, Charakter bearbeiten. Ach, guck hier an, ich muss erst Sachen entdecken. Charakter wechseln, Umhang. Aha. Das ist ja interessant, den kann ich wirklich komplett customizen. Auch nett. Was haben wir hier? Charaktere, 3 Kreaturen. 2000. Braunes Pferd. Ach, hier kann man sich dann Sachen kaufen, oder wie? Tatsache. Die habe ich gefunden, die kann ich dann bauen. Lego Create. Was ist das? Ist jetzt ein Witz. Wow. Oh mein Gott, ich habe jemand Neues entdeckt. Dann kann ich mir den wahrscheinlich jetzt als Charakter herstellen. Tatsache. Ey, Leute, jetzt mal ganz im Ernst, wie geil ist denn das? Kann ich auch ins Haus reingehen? So, Jungs. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Ich bin der kleine Tro. Und ich genieße es hier, Tag ein und Tag aus diesem Fenster zu gucken. Gut. Jutsu. Wie cool ist das denn? Hier haben wir ein Sprungbrett. Das kann ich aber nicht benutzen, oder? Nee, schade. Wie geil ist das? Ich kann nicht den Rasenmäher benutzen. Rasenmähen. Mähen leer. Go!
guckt euch das mal an. Leute, guckt euch das an. Ist das nicht geil? Komm, die will ich jetzt ummähen. Ach, schade. Aussteigen. Wie cool ist das? Also mal ganz im Ernst, es ist doch ein Traum für jeden... für jeden erwachsenen Mann. Moment. Okay, hier die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also hier fährt er immer im Kreis. Aber gut, kann man machen. Hoppa. Ja, da fühlt man sich doch echt... Komm, den Baum krieg ich doch auch kaputt. Nein, den krieg ich nicht kaputt. Okay, was habe ich denn jetzt hier? Hier kann ich mir jetzt ernsthaft sowas wie Fahrzeuge holen. Was haben wir hier? Wildwestgebäude. Guck mal, was ich hier alles bauen kann. Schon vorgefertigt oder was? Backe-Backe-Kuchenhaus oder wie? Ah ja. Wohlgemerkt, man kann die Sachen auch selber bauen. Abflachen. Okay. Kann ich die Tür kaputt machen? Ernsthaft, da kann ich hochklettern. Hi. Backe, backe, Kuchen. Halt. Ist das ein Fenster oder was? Ach, Tatsache, das sind Fenster. Ah. Okay, und man muss da Money sammeln, um das dann selber bauen zu können. Ja, also man hat dann hier... beispielsweise Fahrzeuge, die kann ich dann bauen. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen was bekommen an Geld. Nein, 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 nein. Oh, bleib hier, nein, komm. Och, bitte, komm zurück. Da ist ein Candyland, so ungefähr. Irgendwas haben wir jetzt gerade noch entdeckt. Jetzt haut das Ding da noch ab. Was ich hier alles entdecke. Da eine alte Burg. Die würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Ein Hoverboard, also beziehungsweise Luftkissenboot. Yeeha! Okay. Mit dem Luftkissenboot jetzt hier auf der... nee, gut, das funktioniert nicht so, aber... egal, kann ich das zusammenschlagen? Ah, nur durch Drücken mit der Maustaste kommt man rein. Okay, gut. Schade, schade, schade. Das wäre es jetzt noch gewesen. Schön zusammenprügeln und woanders hin mitnehmen, ne? Okay, was haben wir hier? Oh, hier haben wir einen großen Schatz. Mach auf. Oh, wie bei The Legend of Zelda. Jawohl. Wir haben eine Waffe bekommen. Wo ist denn die Waffe gelandet? Da. Ah, das wird sich gut... also, es ist jetzt nicht so das typische Survival-Game, aber es passt einfach in meinen Kanal. Egal, was ihr sagt. Ja, ich schieße erstmal die Pferde ab, ne? Ist ja... oh mein Gott, ein Skelett. Wir haben unsere ersten Gegner. Wow, 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 wow. Wir können zum Glück ein Doppelsalto machen. Hui, das war knapp. Ja, also wie gesagt, das Spiel gibt es für 14,99 € im Early Access auf Steam. Und
Ich bin mal neugierig, was ihr da so fertig kriegt an Bauten. Ja, besonders, was ihr da so alles findet. Also, man findet ja hier echt einiges. Ein Zauberer? Nein! Oh! Oh! Ich sehe gerade meine Herzanzeige. Die sehe ich ja jetzt zum ersten Mal. Also, es gibt ja auch Gegner, die man besiegen kann, muss, wie auch immer. Okay, aber ich möchte jetzt die Waffe wegstecken. Okay. Gehen wir mal wieder zu dem Häuschen. Rasenmäher, ja, den sollte ich mal mitnehmen, komm. Fairerweise. Boah. Seid ihr auch schon mal beim Rasenmähen eingeschlafen? Kann man da nicht irgendwie Speed machen oder so? Na komm da hoch, komm. Eine Frau in Nöten, die muss gerettet werden. Komm her. So, wo ist die Frau in Nöten? Und hier ist das nächste Auto. Leute, ganz im Ernst, das Spiel macht jetzt schon riesen Spaß, ja? Aber das Einzige, was ich jetzt gerade bemängel, ist, dass sie wirklich für jedes Ding eine Szene machen. Yeeha! Wie geil ist das? Also, das werde ich auch definitiv für meinen Sohn empfehlen. Jetzt ernsthaft? Komm her. Und weg damit. Und du auch noch. Gut, hier parken wir mal ganz kurz rückwärts aus. Ja, wie gesagt, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch daran kann man sich gewöhnen. Und mit genügend Speed kriegt man die auch kaputt. So. Und nimm das. Kommt hier noch einer? Hier, mit ihm habe ich hier noch nicht gesprochen. Den hätte ich auch noch gerne als Charakter. Hallo. Oh, küss mich. Ich bin echt geflasht. Ja, jetzt haben wir jetzt hier die Möglichkeit, was wir für Charakter nehmen können. Jetzt kann ich mich auch selber hier als Zauberer verkleiden. Ernsthaft? Mein Auto, es ist kaputt. Wie cool. Gut, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, ja, denn ich denke mal, das ist es definitiv wert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Der Baum brennt gar nicht. Tschö.